Also ich hatte die Session Skills und Ausbildung im elektronischen Publizieren und im Raum waren gleich 40 Leute, das war ziemlich viel. Wir hatten 27 Auszubildende, das fand ich klasse, also dass noch Menschen in der Ausbildung dabei waren. Wir hatten 8 so, die knapp gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen und 8 Seniors. Und den Austausch, den wir hatten, das kam im Wesentlichen raus, dass die noch in der Ausbildung an den Hochschulen sind, dass sie gemerkt haben, im elektronischen Publizieren sind sie doch mit der Ausbildung, nach der Ausbildung viel weiter weg von der Verlagsrealität, als sie im Bereich dann der klassischen Buchbranche sind. Also da wird ein Defizit wahrgenommen, dass zu wenig Semesterwochenstunden auf das Thema Publishing in the Digital Age, hat eine Kollegin gemeint, die ein Auslandssemester hinter sich hat und das sehr hilfreich fand. Und dass vor allen Dingen zwei Grundfertigkeiten im Studium im Moment vernachlässigt werden, die Verlage dringend brauchen. Das ist das Thema Projektmanagementfertigkeit und auch das Denken als Produktmanager, also sich in einem Gesamtkonzept von einer Produktwahrnehmung mit verschiedenen Bereichen im Haus eines Verlages auszutauschen und sich verantwortlich zu fühlen. Also das war so der Outcome, dass man sich auch wünscht von Verbandseite aus, dass wir hier in dem Bereich mehr aktiv auf diese Projektmanagement-Fortbildung und Skills eingeht und dort eben auch dementsprechend Programme anbietet.